Papa und ich saßen im Auto. Die Sonne knallte. Es schien ein verflucht heißer Tag zu werden. Ich schwitzte auch so schon. Papa hielt den Blick stur gerade auf die Straße. Wenn es ein peinliches Gespräch werden sollte, dann musste er mir dabei wenigstens nicht in die Augen sehen. Er schien eine Weile über seinen Einstieg zu grübeln. Dann stotterte er los. »Lass uns die Sache von heute Morgen zum Anlass nehmen«, er stockte. Welche Sache meinte er? »Deine Musik zum Beispiel.« Gut, ich war etwas ausufernd in meiner Begeisterung. »Ich habe das Gefühl, dass Dinge in deinem Leben eine große Rolle spielen«, er sprach unglaublich langsam und achtete auf jedes Wort, »die in deinem Alter eigentlich gar keine so große Rolle spielen sollten. Oder andersherum, ich habe das Gefühl, dass gewisse Dinge, die in deinem Alter eine große Rolle spielen sollten, eher keine Rolle spielen. Verstehst du, was ich meine?« Ich befürchtete, dass ich sehr genau verstand. Es ging um Sexualität und Mädchen. »Nein«, sagte ich. »Naja, guck mal, deine Musik und so, das ist ja wirklich schön und gut, aber es gibt ja auch noch andere interessante Dinge im Leben eines Heranwachsenden.« Papa erwartete irgendeine Reaktion von mir, ich sagte nichts. »Mama und ich, wir freuen uns ja sehr, dass du jetzt, also dass du auch einen Kumpel hast und endlich ein bisschen Anschluss in der Schule, aber der Teil, also der ist ja, nun ja, der ist ja auch nur ein Junge.« Es war die Hölle auch für Papa. »Und dann die Sache mit dem Wasserball, also beziehungsweise, na, mit deinem Übergewicht. Oder auch deine Stimme, weißt du?« Papa sah kurz zu mir herüber. Ich schenkte ihm nicht den Erfolg eines Blickes, aus dem er irgendetwas hätte ablesen können. »Die ist ja relativ hoch für einen Jungen in deinem Alter. Na, und der fehlende Bartwuchs, der kommt ja auch noch dazu. Und dann natürlich der, also dein, wieder stockte Papa vollkommen zurecht. Also untenrum. Ich habe dich ja jetzt eine Weile nicht nackt gesehen, aber ich meine, ist er denn gewachsen?« Ich wollte weg. Ich wollte einfach nur weg. »Jetzt sag doch mal. Wie, was sollte ich denn darauf sagen? Bist du zufrieden mit der Länge? Also mit dem Wachstum deines...« Ich schüttelte wahrheitsgemäß den Kopf. »Na siehst du«, sagte Papa und wuschelte mir mit seiner rechten Hand durch die Haarpracht. »Und da kann man doch was machen.« Jetzt war ich überrascht. Was bitte sollte man denn da machen können? Wollte er mir eine dieser Penispumpen schenken, für die er zweimal die Woche E-Mail-Werbung bekam oder was? »Du musst nämlich wissen, ich habe da mir so meine Gedanken gemacht.« Papa wurde lockerer, also auch mit deiner Mutter, die sieht die Dinge naturgemäß etwas anders, aber im Grunde sind wir uns einig. Jetzt sah ich ihn doch an. Und da wir in diesem Moment an einer roten Ampel hielten, er mich auch. »Was dir fehlt, mein Sohn, sind männliche Hormone.« Papa präsentierte mir seine Erkenntnis wie einen Nobelpreisverdächtigen Durchbruch. »Nein, Papa, ich bin schwul. Hätte ich sagen können, und dann wäre dieses schreckliche Gespräch mit großer Wahrscheinlichkeit beendet gewesen. Den Mut dazu fand ich aber nicht. Er hatte ihn ja auch nicht gefunden. Na, und deswegen habe ich für heute Nachmittag einen Termin bei unserem Sportmediziner Dr. Seitzer für dich gemacht. Der kennt sich mit Hormonen aus.« Die Ampel schaltete auf grün und ich sah rot. »Wann denn heute Nachmittag?«, fragte ich entgeistert. »Um 4. Ich hole dich von der Schule ab und dann fahren wir da zusammen hin.« »Nein, nein, nein, 16 Uhr waren wir mit Herrn Lamprecht verabredet. Ich hatte keine Zeit für diesen Schwachsinn. Ich wollte auch keine Hormone. Ich wollte Thai und meine Ruhe und dafür brauchte ich keinen Sportmediziner.« »Können wir das nicht ein andermal machen, Papa?« »Nein, das machen wir heute. Dr. Seitzer ist total ausgebucht. Wir können froh sein, dass er uns überhaupt so kurzfristig dazwischen schiebt.« Papa massierte kumpelhaft meine linke Schulter. »Ich will doch nur dein Bestes, sagte er und nickte sich anerkennend zu.